Entertainment. Aber naja, damals war ich in der dritten oder vierten Klasse. Und dann später bei Mario Kart Double Dash war ich in der achten Klasse, glaube ich. Ach ja, das waren alles noch Zeiten. Jetzt bin ich dann im 13. und 3. Semester und mache halt Abitur und wir studieren und das interessiert euch sicher alles gar nicht. Und ey, ich habe total verplant, dass ich schon in der dritten Runde bin. Sonst hätte ich mich mit Sicherheit darüber geärgert, dass Wario mich überholt hat. Nun gut. Das ist noch zu schaffen. Aber was heißt, ist noch zu schaffen? Ich war bis jetzt immer Erster. Da kommt ja jetzt nur noch eine Runde, oder? Es waren doch immer nur vier Strecken. Ja. Mario Piste. Mario Raceway. Und faszinierend fand ich halt auch immer, also was ich jetzt, ich finde es jetzt ziemlich faszinierend, dass dieses Spiel halt auf Englisch ist. Und ich finde es damals, als wir klein waren, uns, ne, also ich spreche ja von mir in der Mehrzahl, weil das ist mich damals anscheinend überhaupt nicht gestört hat. Das heißt, anscheinend, es hat mich nicht wirklich gestört. Also, was ich nicht verstanden habe, da habe ich meine Mutter gefragt, weil die mir dann meistens auch nicht wirklich helfen konnte. Aber so, den Großteil versteht man auch so, wenn man nur spielt und nichts macht. Nichts macht, ja. Das Spiel verstehst du nur, wenn du nichts machst. Nee, aber man versteht das Spiel trotzdem, auch wenn man kein Englisch kann. Es wird einem auch, wenn ich mich recht entsinne, nirgendwo die Steuerung erklärt. Das muss man auch alles selber ausmachen. Das finde ich irgendwie schöner, als jetzt zu Tutorial und mega tollen Zeiten. Jetzt gibt es ja bei jedem Spiel zu jedem Atemzug ein Tutorial. Also, wenn du möchtest, dass deine Figur nach vorne läuft, bewegst du den Steuerknüppel nach vorne. Ja, Steuerknüppel. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, naja, ich weiß nicht, was das ist. Also manchmal finde ich es sinnvoll, manchmal auch nicht. Ist halt so eine Sichtsache. Kommt ja aufs Spiel an. Das Detail gerade fand ich immer sehr schön, oder finde ich gerade jetzt sehr schön, dass man, wenn man durch diese Röhre fährt und die eigene Figur sagt irgendwas, also in diesem Fall hat sich ja Mario gefreut, dann halt das so schön. Also, okay. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich muss mindestens Vierter sein, wenn nicht sogar Erster. Ich kann doch nicht gegen Computer verlieren. Schon gar nicht gegen Peach. Nose, nose, nose. Ah, okay, Dritter ist auch okay. Ja, Vierter ist auch noch in Ordnung. Aber alles, was drunter liegt, nicht mehr. Wobei ich es natürlich bevorzugen würde, nicht gegen Donkey Kong zu verlieren. Aber es sieht verdammt danach aus, wenn ich jetzt dort in diese Bananenschale fahre. Habt ihr das gerade gehört? Ja, gerade noch so Dritter geworden. Mindestens das. Auf meiner eigenen Piste als Mario. Ist das peinlich. Ich habe gegen Wario und Peach verloren. Das ist peinlich. Also so richtig peinlich. Okay, ich bin trotzdem immer noch Erster. Und ja, ich breche die Filmsequenz ab, was man nicht machen kann, was nicht geht. Ja, ich drücke auf den Knopf, es geht nicht. Also schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich hämmer jetzt im Takt auf mein Gamepad. Oh, das war. Oh, das war eklig schief. Ja, ja. Ach Mensch, da hat Mario Peach ja noch gar nicht gerettet, weil gegen Ende des Spiels Mario 64 ist ja das Wasser aus dem Burggraben raus, ne? Also passieren diese Rennen noch, bevor Peach entführt wurde.
Also stelle ich jetzt einfach mal eine Behauptung auf. Bowser hat gegen Peach beim Rennen verloren und war dann so sauer, dass er sie entführt hat, weil Mario auch besser war als sie und er zusammen. Hat dann Mario dazu gebracht, Peach zu retten? Peach. Congratulations! Thank you very much! I got it! I got it! Congratulations! Okay. Mario Grand Prix! Mario Grand Prix! Let's go! Jetzt haben wir nur noch den Star Cup und den Special Cup. Und mein Internet funktioniert wieder. Yay, yeah, ich bin so stolz auf dich. Ja, du darfst wieder ausgehen. Ich traue mich jetzt nicht drauf zu klicken. Nachher geht dann die Aufnahme aus und die Welt geht unter und Armageddon und so. Und dann nur, weil ich dieses Pop-Up-Fenster zugemacht habe. Aber wenn man es nicht in der Aufnahme sieht, ist es, glaube ich, ganz gut. Dann ist es, glaube ich, okay. Peinlich. Ach Gott, der arme Panzer. Er sucht jetzt ganz verzweifelt nach jemandem, der vor mir fährt. Und wahrscheinlich wird er irgendwann die Runde rum sein und dann den letzten erwischen. Der wird sich dann wundern, hinter mir fährt doch gar keiner. Wer hat mich da abgeschossen? Aber das später. Ja. Ich fand immer diese Mario-Strecke sehr, sehr anstrengend, als ich kleiner war. Aber ich fand immer faszinierend, dass da oben, also jetzt bin ich gerade aus dem Blickfeld gefahren, aber dass man da auf einer Karte sehen kann, nicht auf einer Karte, auf einer Anzeigetafel sehen kann, wer der Erste, nee, Quatsch, nicht wer der Erste ist, wer, wie ich fahre. Also ich sehe da geradezu, wie ich fahre. Aber das ruckelt ganz schön. Weil ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob das an meinem Videograbber liegt oder ob das immer so war. Weil seit ich das letzte Mal an einem Fernseher das Spiel gespielt habe, ist es schon lange her. Das ist schon mehrere Jahre her. Weil damals, ne, als ich kleiner war und so. Und ich bin immer noch schlecht in dieser Strecke. Ich hasse sie. Ich bin nämlich sehr gut darin, immer in die Wander zu fahren. Also ich knutsche die Leine lang. Gut, Runde 2. Oh oh. Aber den Bananen kann ich ausweichen. Und ich glaube gerade, dass irgendjemand in meine Banane gefahren ist. Mario hat sich wieder gefreut. Und es würde mich echt mal interessieren, wer die arme Seele ist, die da unten, also jetzt unten rechts, ganz einsam fährt, wer der allerletzte ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man auch die Anzeigetafel ändern konnte. Aber ich will jetzt nichts ausprobieren. Und ich finde diese Anzeige der ersten vier auch ganz interessant. Das reicht auch, wenn man das nicht so sieht. Es wäre zwar interessant zu wissen, aber man muss ja nicht übertreiben. Yeah, und wieder diese scharfe Kurve. Und nach hinten damit. Ich sehe irgendwie niemanden mehr. Und es klingt nicht so sonderlich gesund, was ich da mit dem Auto mache. Aber dieses Hüpfen ist, glaube ich, ein bisschen der Sache. Hopp, hopp, hopp. Aber irgendwie, ich bin gerade ziemlich alle. Ach nee, da nähert sich gerade einer. Ich lasse die Reifen knitschen. Und Fragezeichen, da hat gerade jemand was gebaut. Ja, ich glaube der. Ah, hallo Bowser. Und tschüss Bowser. Ja, ich glaube der blaue Panzer, der den ersten angreift, der kam auch erst später. Aber mir will gerade echt nicht einfallen, ob zwischen Mario Kart 64 und Mario Kart Double Dash noch irgendein anderes Mario Kart Spiel war.
going to